an alle da draußen, ja, die 50er und die vorher, wisst ihr was? Die 50er, das waren wahrscheinlich viel schlauere Männer, viel bessere Frauen, viel stabilere Beziehungen als heute im 2023, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen habt. Eine Generation von fucking TikTokern, ja, die nichts machen können, zu Hause bei Mama wohnen und einfach Schlappschwänze sind, und Frauen, die mit 13 schon 100 Kilo schwer sind und das Gefühl haben, dass sie noch sexy sind. Was für eine Scheißgeneration ist das? Was für Loser seid ihr? Geht zurück in die 50er Jahre, geht zurück ins Jahr 1500, 1200, 1100. Habt ihr das Gefühl, vor 2000 Jahren waren die Menschen dümmer wie ihr? Habt ihr echt das Gefühl? Die waren genauso intelligent. Die hatten mehr Zeit, haben sich Gedanken gemacht über alles Mögliche. Alles, was wir heute geerbt haben, haben wir ihnen zu verdanken. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir scheißen auf unser Erbe. Wir lassen uns manipulieren von Medien, von Gesellschaften, von der Politik, und wir geben unsere Macht ab. Freiwillig. Weil wir so verdammt intelligent sind, so viel besser sind als die Typen in den 50er und 60ern. Es ist echt teilweise ist es fast schon zum Heulen und zum Lachen gleichzeitig. Es ist nicht schade, das ist System, es ist gewollt. Wir wollen keine Männer, wir wollen androgyne Menschen. Frauen, die nicht in ihrer Macht sind, also nicht in ihrer femininen Energie, weil ansonsten wäre es so, dass Frauen sich für Familie einsetzen würden, für Kinder einsetzen würden. Sie würden Familien beschützen. Tun sie nicht. Sie wollen keine Kinder, sie wollen zuerst mal Sicherheit, weil denen eingeredet wird, dass sie keine Sicherheit haben. Sie wollen Karriere machen, weil denen eingeredet wird, dass sie danach ein viel geileres, super interessantes, sexende City-Leben haben werden. Dann können sie mit der Hermes-Tasche und mit einem Champagner durch die Läden laufen und die werden angelogen. Die werden angelogen. Man möchte Männer aus ihrer Kraft in die Mitte und Frauen aus jeder Kraft in die Mitte, eine androgyne Gesellschaft. Batterien. Wir sollen wie in der Matrix einfach nur produzieren. Nicht aufmüpfig sein, nichts besitzen und einfach nur unsere Arbeit tun. Unsere Insektensuppe fressen und dafür zusehen, dass die Gesellschaft für die funktioniert, die an der Macht sind. Und wenn du selber nicht an der Macht bist, dann wirst du das spüren, weil du hast nicht die Möglichkeit, du hast keine Freiheit. Du bist immer an der untersten Existenzebene. Jeden Monat geht es darum, deine Miete zu bezahlen. Etwas, was eigentlich über die letzten Jahrhunderte kein Problem mehr hätte sein dürfen, weil irgendwann dein Vater, Urgroßvater, Ururgroßvater Wohnungen gekauft hat. Das wurde dann irgendwie in die Zukunft vererbt und jetzt hast du sie. Wurde aber nicht. Wieso? Weil die es verkaufen mussten. Wieso mussten sie es verkaufen? Weil da entsprechend Probleme waren oder sie wurden enteignet. Also dieses Spiel, das wir spielen, das wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Wie findest du, dass immer mehr Frauen in Filmen Führungsrollen übernehmen? Wird nicht einfach falsches Bild? Ja klar, das ist ja die Art und Weise Propaganda. Das ist so eine Beyoncé oder eine Oprah. Die Beyoncé hat den Jay-Z, der hat sie auch schon betrogen. Und sie ist mit ihm zusammen, weil sie keinen Besseren bekommt. Sie ist keine Beyoncé, die 22 ist. Das ist vorbei. Und sie wird keinen Besseren bekommen. Und deswegen ist es so, die weiß, wie sie zu spielen hat. Die Eliten wissen, wie sie zu spielen haben, damit das Ganze funktioniert. Oprah, eine Marionette in Amerika, wo alle schwarzen Frauen das Gefühl haben, so müssen sie auch sein. Laut und aufmüpfig. Aber die ist alleine. Die hat keine Familie, keinen Mann, mehrere Männer ausgetauscht, nicht wirklich glücklich. Also das ist die Propaganda. Mit der Musik, mit den Filmen ist es so, dass man euch die Schattenspiele an die Wand projiziert und dann ist es so, dass ihr dann das ableitet und das Gefühl habt, so ist das Ganze. Aber die Puppenspieler, die euch diese Schattenspiele zeigen, die haben andere Zwecke. Die wollen einfach, dass ihr nicht aus der Höhle rausgeht, dass ihr in der Plantage sitzt. Scheidungsquote, werden die jungen Männer mehr von den Müttern erzogen? In den Kindergärten sind auch Frauen. Ja, mittlerweile haben wir das Ganze gehört. Danke, Red Pill Community.
es ist ja so, es geht ja nicht primär um dich. Du bist indoktriniert. Du weißt, du bist ein Sklave. Du willst gerne raus, aber kannst nicht, weil, ja klar, wenn du 2000 Euro verdienst und keine anderen Optionen hast, dann bist du gefangen in der Plantage. Ja, dann hast du Schiss. Und dir wurde auch ordentlich Angst gemacht, weil ja überall anders das Ganze wirklich in Stacheldraht eingewickelt ist. Und du bist in Watte eingewickelt. Dubai ist eine furchtbare Stadt, ja, eine furchtbare Stadt. Frauen haben so viele Rechte wie nirgendwo. Du kannst hier raus, Mitternacht rausgehen, du kannst teure Sachen anhaben, du wirst nie irgendwie angequatscht, es gibt keine Pöbelei, dir wird nichts geklaut, es ist sicher, es ist sauber, es ist scheiß heiß, aber meine Güte, irgendwann, und ich finde, wenn die das schaffen, wieso schaffen die das nicht in der Schweiz oder in Deutschland? Wieso nicht? Ja, Öl, nein, es liegt nicht daran. Das ist einfach, weil, wenn du das möchtest, müssen andere, die an der Macht sind, diese Macht abgeben. Und das machen wir Menschen nicht gerne. Wir geben ungerne Macht ab, wenn wir es verdient bekommen haben. Ja? Wenn du jetzt plötzlich in eine größere Wohnung ziehst, dann willst du nicht in eine kleine Wohnung ziehen. Wenn du plötzlich ein teures Auto hast, willst du nicht wieder eine Schrottlaube fahren. Also, meine Güte, es gibt wichtige Dinge, ich weiß schon, aber unterm Strich, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das wäre eine Umverteilung in einem Maße, was noch nie da gewesen wäre und das wird nie passieren.